Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch vorbereitet und es geht um mein Allerheiligstes, nämlich meine Schuhsammlung. Ich bin wirklich süchtig, das könnt ihr mir glauben. Und das Schlimmste ist, ich wohne in einer schuhsüchtigen WG. Also mein Mitbewohner hat 1000 Paar Schuhe, mein Freund hat 1000 Paar Schuhe und ich habe auch nochmal 1000 Paar Schuhe. Was bedeutet, dass unser ganzes Haus bzw. die ganze Wohnung voller Schuhe ist. Wir haben 4 Schuhschränke, die sind proppevoll, da passt wirklich nichts mehr. Aber wir hören natürlich nicht auf zu kaufen, sondern machen immer weiter. Vor allem ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel gekauft. Und deswegen wollte ich euch mal meine Top 6 der Lieblingsschuhe zeigen, die ich gerade jetzt so im Herbst und im Winter immer trage. Beziehungsweise manche davon sind auch noch so sauber, weil ich sie noch nicht angezogen habe. Mache ich aber bald, wirklich versprochen. Los geht's mit meinen allerliebsten Schuhen. Wirklich, ich habe sie gesehen und mich sofort in sie verliebt. Das Schlimme ist, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ja, kaufe ich die jetzt oder kaufe ich die noch nicht? Natürlich, ne, ich so, nee, ach, nächstes Mal kaufen, ne, erstmal drüber nachdenken. Und das Blöde war, dass sie dann weg waren. Ich habe sie wirklich nirgendwo mehr gefunden. Ich habe sie in jedem Laden gesucht, ich habe sie im Internet gesucht, ich habe sie nirgendwo gefunden. Sie waren ausverkauft, selbst bei eBay gab es sie kaum in meiner Größe. Und wenn, dann haben die wirklich das 3- oder 4-fache gekostet. Und dann gab es die große Überraschung bei Snipes. Dankeschön, Snipes. Ich bin mit meinem Freund zu Snipes gegangen, wir haben uns alle umgeschaut und dann plötzlich meinte er, schau mal, sind das nicht die Schuhe, die du haben wolltest? Und ich so, oh. Wirklich so ein Heiligenschein kam da drum und ich habe mich so gefreut. Habe ich sofort mitgenommen, gab es zum Glück auch noch in meiner Größe. Ich habe sie, glaube ich, nicht mal anprobiert, sondern einfach mitgenommen. Aber die sind super bequem, wirklich passen perfekt. Die sind vor allem jetzt für den Herbst und Winter super, wenn du zum Beispiel so einen dunklen Mantel trägst und eine dunkle Hose und dann diese Schuhe als Highlights. Das ist echt ein geiler Hingucker. Weiter geht's mit meiner anderen neuen Errungenschaft, die ich mir sogar am gleichen Tag zugelegt habe, beziehungsweise ich will nicht lügen, mein Freund hat sie mir geschenkt. Diese Adidas Superstars. Ich liebe die Superstars sowieso. Ich habe die auch mit so schwarzen Streifen, aber die kann ich euch leider nicht zeigen, weil die echt so abgeranzt schon sind. Das sind jetzt Adidas Superstar Snake in Rot, beziehungsweise Weinrot mit so einem Schlangenmuster. Das ist nochmal ein bisschen ausgefallener. Die sind noch sehr weiß, weil ich sie noch nicht getragen habe. Ich kam irgendwie noch nicht dazu, weil ich immer die gerade trage. Aber ich verspreche euch, ich ziehe die auch mal an. Jetzt habe ich nur noch Nikes. Und zwar gibt es eine neue Nike City Collection. Die gab es letztes Jahr schon, die gibt es jetzt dieses Jahr wieder. Und daraus habe ich mir direkt 2 Paar gekauft. Einmal London, habt ihr vielleicht schon mal in meinem Instagram gesehen, mit so einer geilen Sohle. Wirklich, ich liebe die. Und dann Shanghai, Must Win Cake heißt es, glaube ich. Zuerst dachte ich, okay, die sehen irgendwie strange aus. Rosa, ich stehe eh nicht mehr so auf rosa, so Hello Kitty Style. Aber die sind echte Hingucker. Ich würde sie halt nicht mit so rosa und rosa und rosa kombinieren, sondern wirklich mit dunklen Klamotten, grau, schwarz. Ich glaube, dann werden die echt cool aussehen. Die hatte ich bislang auch noch nicht an. Wie gesagt, ich komme irgendwie nicht dazu. Aber die werden auf jeden Fall noch getragen. Das sind die Nike Rushies. Die lustige Geschichte dazu. Ich habe sie gesehen auf einem Festival, auf dem ich war, in London. Und dachte, das wären Ironman-Schuhe. Also ernsthaft, ich dachte, die wären so, das wäre so eine Ironman-Collection, weil ich fand, die sehen aus wie Ironman-Schuhe. Habe erst im Nachhinein gesehen, dass es Blumen drauf sind, als ich sie bestellt habe. Aber hat mir trotzdem sofort gefallen. Ich liebe sowieso Rushies und mein Freund ist auch total verrückt. Danach hat die in schwarz, in weiß, in schwarz-weiß, in lila, in nochmal schwarz mit irgendwas. Also der ist wirklich verrückt danach. Und dann dachte ich, okay, besorge ich mir auch mal welche. Aber ich muss euch sagen, wenn ihr euch die kauft, dann kauft ihr auf jeden Fall eine Nummer größer. Also wenn ihr zum Beispiel ich 38 habt, kauft die lieber in 38,5 oder 39, da die wirklich sehr klein ausfallen. Also bei denen könnt ihr auch nicht sagen, okay, die gibt es nur noch eine kleinere Größe, kauft mir trotzdem nicht zwölf rein. Weil das wird wirklich nach einer Zeit echt unangenehm. So, das letzte Paar ist dieses Paar hier. Das sind Nike Air Force Nike, heißen die, also N-A-I-K-E. Jetzt habe ich das Band hier schon ein bisschen abgemacht beim Anziehen. Und zwar sind die eigentlich so mit dem Band vorne. Nike bringt jeden Monat so eine Version von Air Force raus. Das ist jetzt die Version von September, glaube ich. Oktober ist auch schon raus, die sind so weiß-blau. Soweit ich weiß. Auf jeden Fall habe ich mir die hier gekauft, da es, ja, wie manche Schuhfans wissen, die Nike Supremes gibt. Zum einen in schwarz-weiß, zum anderen in rot. Und sehen dann ähnlich aus wie die hier, aber die kosten wirklich, beziehungsweise die sind überall ausverkauft und kosten bei eBay 700 oder 800 Euro. Die haben wirklich nur noch so Leute wie, also ich glaube, ich habe die mal bei Crow gesehen oder Paulina Roginski oder so, aber normale Leute können sich die kaum noch leisten. Deswegen dachte ich, nehme ich die Version. Bekomme ich für billiger, sehen trotzdem geil aus. An denen mag ich auch, dass die so warm sind. Also die halten dann schon wirklich warm. Und was ich auch sehr mag, ist die Kombination mit einem langen Kleid.
Da denken viele vielleicht, okay, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber mit einem langen Kleid sehen die wirklich cool aus. Ich mache mal ein Foto und zeig's euch. Das waren meine Top 6 Lieblingssneaker. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich bekomme dafür einen Daumen hoch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!